Hallo und herzlich willkommen zurück zu Euro Truck Simulator 2. Stimmt, wir hatten ja letztes Mal. Genau, das ist ja famos. Ich hatte schon ganz vergessen, dass ich letztes Mal ja die Aufnahme mitten während der Fahrt gestoppt habe. Genau. Weil das ist ja von gestern auf heute wieder ein Stück her. Und ist sogar grün, da können wir doch gleich hier um die Ampel rumfahren. Hoffentlich bleibt es auch grün. Ja, wunderbar. Blinken hier schön. Das ist doch brillant. So, Radio fehlt. Machen wir Radio an. Bum, bum, bum. Heute für Sie wieder bei Radio Chewy, Ihr Lieblings-Intro-Lied Beach Burn. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß und gute Unterhaltung und eine erfreuliche Fahrt. Motorfehlfunktion, umgehend Werkstatt aufsuchen. Geht Ihnen das auch so, dann reparieren Sie doch Ihren LKW. Jetzt für nur 1 Million Euro. Ja, gut. Ey, das wäre eigentlich was, so ein Radiosender, wisst ihr? Wo dann immer meine Kommentare so, oder wahrweise auch von irgendjemand anderem, Scortex oder so. Oder Guden, oder weiß ich, oder Vatifi, Hasab LP. Vielleicht macht der DJ PNY noch mit. Das könnten die mal machen. Oder frage ich mal. Sondern so, hey, jetzt bei Radio Chewy. Das und das. Wäre doch geil, finde ich. Also mir wird gefallen. Oder wird mir gefallen? Mir wird gefallen, genau. Apropos. Das Apropos hatte jetzt nichts zu bedeuten. Streich das bitte. Ich bin heute zum Mediamarkt gefahren. Ich sage den Namen ganz bewusst, um euch zu warnen. Also, boah. Ich hab hier einen zweiten Monitor hier. Den wollte ich jetzt mal anschließen. Dafür brauche ich aber ein DVI-Kabel. Ich habe bis jetzt nur VGA. Mein Monitor hat nämlich kein DVI-Kabel. Mein derzeitiger, der hat nur VGA. Und dann habe ich mir ein DVI zu VGA-Kabel gekauft, dass ich das DVI-Kabel in meine Grafikkarte stecken kann und das VGA in meinen Monitor. Ist aber auch egal. Jetzt wollte ich mir halt so einen zweiten Monitor kaufen. Dann fahre ich zum Mediamarkt. DVI-Kabel. DVI 24 plus 1. Heißt, dass da an der Seite nur so ein Strich ist. Zu DVI 24 plus 1. Dass da an der Seite nur so ein Strich ist. Wollten die 39,99 Euro für haben. Gucke ich auf Amazon. Das erste Angebot, was mir ins Auge springt, 4 Euro. Da war ich richtig übelst angepisst. Warum zum Teufel, dass so verfickt teuer ist bei Mediamarkt. Das ist doch beschissen. Ich kaufe mir da auch nichts mehr auf Mediamarkt. Oder 10 Meter LAN-Kabel. Ich bräuchte noch ein LAN-Kabel. 15 Euro. Mag hier erstmal sein, ja gut, LAN-Kabel und dann ist er nur 10 Meter lang. Passt hier irgendwo auch noch. Ja, Michel ist gut. Er liegt nämlich wieder auf meinem Schoß, der kleine Kater. Aber heute schiebt er mir hoffentlich die Tastatur nicht weg. Naja, egal. Und gucke ich auf Amazon, 20 Meter lang Kabel, 3 Euro. Da denke ich mir, habe ich mir auch so gedacht, nee, beim Mediamarkt kaufst du nicht mehr. Dann bin ich in die Spieleabteilung gegangen. Ach, scheiße, genau deswegen fahre ich normalerweise immer mit Licht. Mist. Naja, egal. Bin ich echt beim Mediamarkt in die Spieleabteilung gegangen. Tschüss, Kasha. Oh, geil, endlich wieder nah am PC. Jetzt erstmal am Arm jucken. Oh, ja, gut. Puh, geil. Naja, bin ich bei Mediamarkt echt in die Spieleabteilung gegangen. Wii U. Wii U mit Wii-Controller. Ohne Spiel. Ohne Tab. Oder Tab, genau, Pad. War nicht an den Fernseher angeschlossen. Heißt, man konnte nicht auf dem Fernseher spielen. Fand ich schon wieder geil. Geh in die 3DS-Abteilung. Aus sämtlichen 3DS die Spiele raus. Wahrscheinlich haben die da keine reingesteckt. Oder die haben die einfach gemobst, die Leute. Auch richtig gut. Und ja, da frage ich mich, warum? Das ist doch... Das ist echt beschissen, habe ich mir gedacht. Und ja. Dann habe ich gesagt, ja, vielleicht haben sie ein gutes Wii U-Angebot. Geh dahin, die weiße Wii. Also die weiße Wii U. Boah. Und da habe ich den Preis nicht gefunden. Das war sowieso lustig. Bei der Hälfte der Produkte, die da ausgeschildert haben, oder die da im Regal lagen, wo auch ein Preis... Schild dazu stand, war wirklich kein Preis dran. Das fand ich so faszinierend. Eine Wii U habe ich jetzt auch keinen gefunden, aber auf Amazon kostet die 200 oder 250. Weiß ich jetzt gar nicht.
oder vielleicht auch 300, keine Ahnung. Auf jeden Fall die weiße Wii U. Mir ist ja die Farbe eigentlich scheißegal bei so einer Konsole. Aber erstens, schwarz finde ich generell toller. Aber naja, wirklich, wenn die weiße dann billiger ist, dann hole ich mir die weiße. Gibt es ja manchmal, dass so andere Farben teurer sind. Aber ist ja auch egal. Dann habe ich mir gedacht, komm. Aber was ich zum Glück weiß, ist, dass die weiße Wii U weniger speichert als die schwarze Wii U. Die weiße Wii U hat nämlich nur 4 GB Speicher und die schwarze 32 GB Speicher. Und bei der schwarzen ist immer ein Spiel dabei, auch wenn es Nintendo Land ist. Nintendo Land finde ich sowieso ein bisschen besser als Zombie U. Gefällt mir einfach besser, da sieht man wirklich, was das Tablet alles für Funktionen hat. Und ja, also ich glaube, es wird es dann auch irgendwann nochmal mit New Super Mario Bros. U geben oder mit Mario Kart 8. Die werden ja jetzt durchnummeriert, hat Nintendo angekündigt. Heißt nicht mehr Mario Kart U, sondern dann Mario Kart 8 wahrscheinlich. Ist man sich aber noch nicht so genau sicher. Nintendo meinte nun mal sowas. Und, oh, ein Zug. Naja, egal. Sowas würde da bestimmt noch bei der schwarzen Wii geben. Vielleicht auch irgendwann bei der weißen, aber jetzt derzeit nur die weiße anzubieten, da habe ich mich wirklich als richtiger Core Gamer verarscht gefühlt. Das wäre so, wie wenn man eine PS3 mit 60 GB ohne Spiel und ohne Controller sozusagen verkauft. Das ist doch assi. Oh, Regen. Obwohl ich Regenwahrscheinlichkeit sehr niedrig hatte. Na gut, jetzt nicht ohne Controller, aber trotzdem. Das kauft sich doch keiner. Nee, ganz ehrlich, ich gehe nie wieder zum Mediamarkt, ganz ehrlich. Oder bestellen ihre super tollen HD-Monitore vor oder Fernseher. Das fand ich auch so lächerlich. Die mögen ja super HD haben, aber es lief nur auf einem HD. Und zwar auf so einem 5000-Euro Fernseher mit 97 Zoll Diagonale oder sowas. Oder halt richtig übertrieben. Und ja. Da lief das dann ordentlich, oder war es dann halbwegs ordentlich. In HD, da lief Ice Age 4 drauf und da war das auch dann schön ordentlich. Aber sonst, nee, das war echt zum Kotzen war das. Das fand ich echt beschissen. Nach der Kurve überhole ich den, der fährt mir hier eindeutig zu langsam. Die haben dann so ZDF natürlich nicht auf HD gezeigt. Das war einfach so schlecht. Das war schon. Es steht dran, Full HD Monitor. Und dann zeigen sie da so ein 480p Bild oder was das derzeit auch ist. Das ist ja 16:9 Auflösung, die da übermittelt wurde. Oder wurde es nur auf 16:9 gestretched? Das weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall nicht HD. HQ auf jeden Fall. Aber ich meine, 240p zählt auch als HQ. Und die Bildqualität ist auf YouTube die geringste und ja. Und das sah schon arg verpixelt aus. Das hat selbst meine Mutter erkannt, die sowas normalerweise überhaupt nicht erkennt. Und ich bin auch nicht so der sowas immer erkennt. Also jetzt zwischen Full HD und Full HD 50p sehe ich keinen Unterschied, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt so zwischen 240p und Full HD, da sehe ich natürlich einen Unterschied. Und mir ist das eigentlich auch egal, ob ich den Film jetzt auf 240p schaue oder auf Full HD. Für mich ist die Qualität Inhalt des Films an sich relativ wichtig. Aber ich finde das dann schon irgendwie peinlich, dass die da mit Full HD werben und nicht Full HD anbieten, sondern nur so eine schimmlige TV-Grafik, die standardmäßig an jeden Fernseher in ganz Deutschland übermittelt wird, es sei denn, man bucht sich so ein HD-Paket bei irgendeinem Digitalanbieter, die einem das Geld aus der Tasche ziehen. Na gut, wir sind jetzt wegen dem Internet da, deswegen kann man das schon mal machen, aber so würde ich das nicht machen. Ich gucke ja eh kaum Fernsehen und da wird sich das für mich persönlich jetzt einfach nicht lohnen. Vielleicht ist ja einer von euch total der Fernsehfreak und ja, einfach lächerlich. Meinte uns immer einer anquatschen zu müssen. Ja, schauen Sie mal, für 5000 €, da kriegen Sie schon fast ein Auto für. Ich würde mir da mit dem Fernsehen nochmal überlegen. Nur weil ich meine Mutter gezeigt habe. Ja, ich weiß, du wirst müde.
Nur weil ich meine Mutter gezeigt habe, hey, schau mal, so sieht das dann in echt aus. Und das ist nur Standard-Fernsehqualität. Das ist ja Live-Übertragung vom ZDF gewesen. Und ja, keine so eine Blu-ray-Aufzeichnung. Genau, Blu-ray war das. Und so sieht er dann halt echt aus. Weil da lief Ice Age 4 und das war wirklich echt gestochen scharf, muss ich sagen. Und das, ja, meinte der immer, ja, kaufen Sie sich das nicht. Mein Onkel hatte anfangs auch Probleme, weil meine Mutter meinte, ja, das tut dir irgendwie auf den Augen weh bei so einem großen Fernseher. Sie wolle den nicht. Kann ich auch verstehen, der würde in unser Wohnzimmer gar nicht passen. Na gut, schon, aber dann wäre die Wand zu. Die Schränke müssten da weg. Nein, du überholst mich jetzt nicht, du Pisser. Du überholst mich nicht! Ey, was ist daran so doof? Oder ist er so doof und versteht nicht, dass er mich nicht überholen soll? Arsch. Ja, genau. Genau. Weißt du, sonst, wenn ich mal in der Ampel stehe bei denen, ne, dann. Ah, ich kann mich nur noch über die KI aufregen. Ups, was blinke ich denn? Das ist passiert immer, wenn ich meine Hand dann aus dem Schritt nehme und auf die Maus lege. Ne, gut. Wenn ich mal irgendwie. Ich habe immer so eine Haltung. Wenn ich nichts drücke, habe ich die Hände immer so, ja, ein paar Millimeter über der Tastatur, über der Maus schweben. Ne, die Hand liegt auf, aber die Finger drücken nicht. Und wenn ich dann mal runterlege, dann, ja. Oder wirklich meine Hände mit vollem Gewicht drauf lasse, dann macht das immer. Meistens betätige ich dabei auch noch das Mausrad. Aber danach ist gut. Ein nochmal klicken tut das nicht. Ich weiß ja auch nicht. Das habe ich mir irgendwann mal angewöhnt. Und das tut dann manchmal echt weh in den Fingern. Und ja. Kommt ja jetzt mal bald so eine Schlafstätte. Ja, da unten. Okay, wie lange habe ich noch? 57 Minuten. Scheiße. WTF. Wartet mal. Spiel speichern und zwar unter Let's Play, ja. Gut, dann schneide ich das jetzt vielleicht. Weiß ich nicht, weil ich werde jetzt etwas ruppiger fahren. Sag ich mal. Kurz hier rein, dass ich nicht im Gegenverkehr fahre, laut dem Spiel. Kurz hier rein, wie gesagt. Hier rein, wie gesagt. So, dann fahre ich jetzt wirklich mal ein Stückchen ruppiger. Halt mehr meinem Fahrstil entsprechend. Da vorne dann direkt abbiegen hier. Wow, das war knapp. Das war jetzt echt knapp, weil ich möchte das noch gerne zur Tankstelle schaffen und dort zu pennen. In den. Warte, wie lange verbleiben? In den 36 Minuten. Ja, aber sollte ich gut schaffen. Außer es geht in diesem scheiß Schneckentempo weiter. Hoffentlich habe ich bald mal so einen richtig fetten 750 PS Truck. Mit dem man. Ja, ich weiß, dass ich in 30 Minuten pennen muss. Mit dem man so richtig fett auf die Tube drücken kann. Komm schon, fahr, du scheiß Truck. Drücke jetzt einfach drauf, ohne Rücksicht auf Verluste. Vielleicht habe ich Glück und roll im Halbschlaf auf die Tankstelle. Wenn du mich jetzt ausbremst, du Wichser, ne? Ja, wollte ich dir auch meinen, dass du da jetzt schön weit wegfährst. So. Komm. Komm doch mal über 70 jetzt, Junge. Ja, da vorne ist die Tankstelle. Wie lange haben wir noch? 16 Minuten, da müssen wir schon wieder pennen. 15. Oh, bitte, bitte. Oh, da ist ein schöner Truck. Genau, Traktor. Traktor. Schöner Traktor. Gut, das schaffe ich aber noch in dem Part. Ja, das ist sogar auf unserer Seite, die Tankstelle. Jetzt aber bitte. Bitte lass mich sofort hier treffen. Da, wo ich pennen kann. Muss ich hier pennen? Nee.
Ja, ich bin gerade dabei. Ich habe noch 10 Minuten, ich weiß. Ja, diesmal hat's geklappt. Geil. Naja, ich sage dann Tschüss, bis zum nächsten Part.